Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Partie in Super Mario Galaxy. Im letzten Part haben wir gegen den Dino Piranha gekämpft und somit einen weiteren Stern bekommen. Und jetzt gehen wir nochmal zur Galaxie, weil uns bleibt ja sowieso nichts anderes übrig. Und das habe ich beim ersten Part wahrscheinlich nicht so richtig gecheckt oder so. Man kann sogar diese Galaxie jetzt hier so ein bisschen so frei rumdrehen, wie man will. So in verschiedenen Perspektiven. Das sieht irgendwie ganz cool aus, wenn ich ehrlich bin. Das hat was. Ist cool. Na gut, das war's eigentlich auch schon wieder. Machen wir hier weiter zur Eierplanet Galaxie. Und mal schauen, was unsere nächste Mission ist. Beziehungsweise wegen dem neuen Stern. Erfülle den Wunsch des Vielfraß. Und was für ein Vielfraß? Ah, da ist der Stern. Ach, der. Ja, der hat, glaube ich, auch eine wichtige Rolle gespielt, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr so ganz, aber ich will jetzt auch nicht sagen, was eventuell falsch sein könnte, also lasse ich es lieber. Gut. Wird wahrscheinlich wieder ein großer Weg, wieder dorthin zu gehen. Oh mein Gott, war das dämlich. Ah, der Treffer hätte jetzt nicht sein müssen, ne? Ich wollte eigentlich nur eine Wirbel-Attacke machen, aber naja. Hier war nicht so das Gute vom Ei. Hä, was ist denn hier los? Mach nochmal eine andere Kameraperspektive, damit ich es eventuell sehe. Ich hatte da irgendwas gesehen, aber hat doch die Kamera jetzt... Keine Ahnung, irgendwas ist da. Ich hab keine Ahnung, was da sein soll. Schon gewusst, durch Drücken von B kannst du Sternenteile abfeuern. Visiere mit dem Sternenanzeiger dein Ziel an und drücke B. Wenn sie torkeln, rammen deine Gegner. Ja, das weiß ich schon, danke der Nachfrage. Danke für die hilfreiche Information, die ich leider schon längst weiß, aber trotzdem danke. Da gehen wir uns wieder diese Sternteile. Ach so, die können dann irgendwann... Genau, ich bin jetzt schon fast am Sterben. Toll. Oh, ich baue die Münze, dankeschön. Natürlich, hier geben wir uns die Sternteile, ist auf jeden Fall klar. Aber so langsam habe ich die Steuerung raus. Ich möchte dich so treffen, danke. Jetzt ist meine Kraft wieder voll, dankeschön. Genau das wollte ich wieder erreichen, ne? Jetzt ist hier ein blauer Luma, okay. Ein Stück weiter ist ein Fehlfraß. Kannst du ihm nicht seine Bitte erfüllen? Mach ich doch. Chill doch mal. Ah, der hat jetzt solche Ministerne. Naja, halt. Okay. Nee. Kann ich auch bis hier hin? Geht das? Lol, das geht auch. Mhm. Okay, jetzt. Und wenn das jetzt so ein scheiß Fail gewesen, wo ich jetzt eventuell gestorben wäre, es wäre jetzt nicht so geil. Ist irgendwie coole Gegner mit dieser Wölber-Attacke irgendwie fertig zu machen. Es hat so einen gewissen Style irgendwie, finde ich. Aber gut. Was sind diese Bommeln überhaupt? Oder was das für Dinger überhaupt sein sollen? Und weg mit dir. Ah, ich finde es irgendwie cool oder so, wenn die Gegner Sternteile irgendwie spawnen nach dem Tod. Irgendwie so in der Art. Als Münzen. Naja, Münzen sind hier eigentlich gar nicht mal so schlecht. Weil dadurch bekommen wir ja wieder volle Lebensenergie. Eine pro Münze zum Glück. Also es geht relativ schnell, kommt immer drauf an, wie man es anstellt. Erstmal mache ich das frei. Bringt das was, dass ich diese Stachelteile hier... Naja, die droppen halt nur Mini-Sterne. Naja, gut. Bringt das auch was, wenn ich Sternteile verschieße auf Gegnern oder so? Haben die denn auch irgendwie Schaden? Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber okay, gut, dankeschön. So. Ah, hier sind noch ein paar Sternteile, die gönnen wir uns nochmal. Einwandfrei.
Und jetzt möchte ich zum Stern. Da ist er. Gut. Weiter geht's. Let's go. Und noch ein Stern? Nee. Doch nicht. Okay, einfach weiter. Gut. What the fuck? Okay. Hier ist nur so ein Mini. Also wo man nur so ganz kurz springt. Ich möchte auch da raus, ne? Dankeschön. Das war jetzt etwas komisch. Aber okay. Auf geht's. Nice. Ey, wir haben schon fast 100 zusammen. Das ist ja cool. Lohnt sich ja voll. Na, bevor ich da reingehe, ist hier irgendeine Kleinigkeit. Okay, hier noch ein paar Mini-Sterne. Sternteile. Oh, Mini-Sterne, ey. Mario Party 9. Gut. Na, hier gönnen wir uns die auf jeden Fall. Weil die spielen ja später eine wichtige Rolle. Und das hat auch was mit dem Vielfraß zu tun. Ich weiß nicht, man muss den auf jeden Fall... Na, nee, ich will nicht so viel vorne weggreifen. Weil, wie gesagt... Ich kenne mich eventuell aus, aber ich habe es nie gezockt. Wie gesagt, ich habe alles Wichtige im ersten Part erwähnt und zusätzlich erwähnt nochmal im letzten Part. Also ja, das war es eigentlich auch schon. Ne, bei diesem Stern waren wir da schon. Da war ja nur so ein bisschen Zeugs gewesen zum Aufsammeln, Einsammeln, wie auch immer. Und dann können wir jetzt nun weiter und wir kommen jetzt zu dieser kleinen Galaxie. Ah ne, da ist er ja schon. Oh, cool. La 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 la. Hey, du da. Hast du keine Sternenteile? Nee. Keine? Hast du welche? Ich hab's falsch gelesen. Egal. Weiter. Ich will Sternenteile essen. Ganz viele davon will ich essen. La 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 la. Komm schon. Gib mir ein paar Sternenteile. Wenn ich 100 esse, verwandle ich mich. Ich bin zwar aufgeregt. Okay, zum Glück habe ich knappe 100. Mann! Die ganzen Mini-Sterne umsonst gesammelt. Nur damit sich der Fett fressen kann. So ähnlich. Harte Arbeit. Und dann... Okay. Das war's. Mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung. Und das hat jetzt was gebracht? Ein neuer Planet wurde geboren. Okay. Gehen wir jetzt einfach mal dahin. Ah ne, da waren noch mal Sternteile. Egal. Okay, auf dem Weg waren jetzt auch keine zu finden. Okay, das bringt eigentlich gar nichts. Lol. Toll. Jetzt weiß ich es wenigstens, also es bringt gar nichts. Nein! Ja, jetzt konnte ich mich für diese kurze Zeit nicht bewegen. Das war nicht so geil, ne? Also bislang muss ich zum Glück nicht ragen und ich fühle mich dabei sehr gut. Nur mal so mal erwähnt, ne? Ja gut, ne? Nein, nicht nochmal. Hey, ich bin gesprungen. Warum kann mich dieses komische Drecksbummelteil da noch treffen? Nee, es bringt einfach gar nichts. Bei den Kisten ist irgendwie auch nur eine Münze drinne. Eine Kiste, die recht groß ist. Und ja, wie gesagt, ist nur... Nein, diesmal nicht. Ach so, okay, gut, ich hab's verstanden. Okay, und jetzt du. Ich hätte auch safe auch so wie so einen Weitsprung ausführen können und dann so einen Wandsprung machen können, aber so skillig bin ich jetzt und auch wieder nicht. Und ja, gut, ne? So. Oh ne, ich habe irgendwas gesehen. Sind das diese komischen Felder da hier, diese blau-roten Felder oder so? Je nach Bewegung immer wird das immer so geswitcht. Keine Ahnung. Nee, Steuerkreuz ist nur Kamera. Ja, okay, ich wollte mal nach unten nachschauen, ob da irgendwas ist. Aber egal, dann machen wir halt hier weiter. Na, komm schon.
Komm schon. Oh, muss ich mich extra kurz entfernen, ne? Damit das wieder funktioniert. So, jetzt. Wahrscheinlich gehen wir jetzt da rein, ne? Auf jeden Fall. Sind aber oben drüber. Okay. Wie machen wir das jetzt hier? Okay, so geht's auch. Aber es bringt nicht viel trotzdem. Wenn wir Sternenteile verschießen und dann bekommen wir welche, dann haben wir wahrscheinlich eben noch ein paar Minus gemacht und da haben genau dieselben wie vorher auch. Deswegen belasse ich das mal. Deswegen so viele Sternenteile wie möglich sammeln hier. Die Münzen nur noch geiler. So, auch weg mit dir. So, wie kommen wir jetzt überhaupt zum Inneren? Wie geht das, bitteschön? Geht das irgendwie? Ah, ich habe schon was. Nee, doch nicht. Ich hätte gedacht, ich hätte vielleicht eventuell irgendwas gefunden, aber das war dann leider doch nicht so. Aber ohne Spaß, wie kommen wir da jetzt rein? Hä? Da habe ich keine Ahnung. Das ist nur so ein Kristall. Ah, da nach unten. Cool. Ah, hier spielt wieder andere Grafik oder so. Jetzt geht's wieder nach oben. Ja, man kann es ja sowieso anhand den Pfeilen sehen. Gravitation, so heißt es doch irgendwie, ne? Grafik, ja, ich bin auch so eine Grafik. Wenn man es richtig betont. Mache ich gerade Fortschritte? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich laufe nur die ganze Zeit nach rechts und mehr nicht. Oder soll ich da irgendwo dann nach oben, wo es dann gut anpasst? Okay, ich habe Wirbelsprung gemacht. Das war sogar eine recht gute Idee, dass ich das gemacht habe. Jetzt bin ich sogar etwas weitergekommen. Nein, ich will den One-Up. Dankeschön. Dankeschön für den One-Up. Nein, ich will noch nicht ganz nach oben. Das nehme ich noch mit. Hier und die paar einzelnen Krümelchen hier. Jetzt geht es aber nicht komplett nach unten, ne? Ja, boah. Jetzt wäre ich fast zerquetscht worden, ey. Lauf, 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 lauf. Okay, jetzt aber. So. Jetzt aber. Einwandfrei. Nicht von den Gumbas treffen lassen. Dankeschön. Ich hab den mit meinen Sternteilen getroffen. Sollen das? Was bildest du dir eigentlich ein? Verpiss dich. Dankeschön. Nee, nee, nee. Wenn schon alle, ne? So, jetzt aber, weiter geht's. Ah, und jetzt sehen wir sogar jetzt auch da. Das ist ja sehr schön. Und wofür diese blauen? Bringt das irgendwas, wenn ich die einsammle? Auf jeden Fall geht's weiter. Also sterben kann ich vielleicht eventuell nicht hier. Ich weiß nicht. Ich will auch nichts irgendwie austesten oder so. Also lass es lieber. Aber im Weitsprung muss ich trotzdem machen. Oh mein Gott. Nee, hier ist das schwarze Loch. Also okay, sterben kann ich doch. Auf irgendwelche Art, auch immer. Aber ich will jetzt auch nicht hier das Karma heraufbeschworen, also halte ich lieber meine Klappe. Ach so, unten. Klar. Mhm. Chill. Oh Mann. Okay, jetzt habe ich wieder volle Kraft. Und sammeln jetzt den letzten ein und einen Mini-Stern. Ach so, so geht's auch. Muss ich keinen Weitsprung ausführen. Ah, dafür ist es also gedacht. Ah, okay, gut. Das sah jetzt doch ein kleines bisschen knifflig aus, wenn ich ehrlich bin. Aber naja, gut. Haben wir das auf jeden Fall geschafft. Einwandfrei, spitze, cool. Und wir haben wieder einen Stern bekommen in der Eierplanet Galaxy. Erfülle den Wunsch des Vielfraß. Neue Bestpunktzahl, wunderbar. Und insgesamt haben wir sogar 250 Mini-Sterne. Sternenteile. Wann lerne ich es endlich, ey? Terrasse, irgendwas Neues. Achso, wegen den Planeten, ja, ist ja klar.
Ist ja natürlich einwandfrei, ne? Gut gemacht, dank dir wurde eine neue Galaxie entdeckt. Sammle Powersterne und dein Sichtfeld vergrößert sich. Bald wirst du bestimmt den Stützpunkt des Feindes entdecken. Speichern auf jeden Fall. Jetzt will ich nochmal schauen, was das jetzt für ein neuer Planet ist, den wir jetzt so freigeschaltet haben. Ach so, den muss man erstmal frei machen. Naja, gut, ne, dann würde ich sagen, war's es hier erstmal. Und ja, machen wir hier fürs erste Schluss. Dann würde ich sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, aber wäre auch wieder geil. Und dann würde ich sagen, bis zu einem weiteren Part hier in Super Mario Galaxy. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Macht's gut.